Das ist doch was Schönes. Er hat nichts dagegen. So, und im Mittelalter gibt es natürlich auch Dudelsackbläser und es gibt natürlich auch tolles irisches Bier. Kilkenny, das seht ihr hier, und der Wirt spielt uns jetzt noch ein bisschen was vor auf dem Dudelsack. Genießt es einfach. Immer ganz genau in die Augen schaut, dann seht ihr, dass diese rot sind. Rot wie das Feuer. Darum heißt er auch wie der nordische Gott des Feuers, nämlich Loki von Hedeby. In jungen Jahren hat Loki seine Heimat, die mongolische Wüste. Wunderschön. Nun reist Loki dafür mit mir umher, euch zu unterhalten und so die große, weite Welt zu sehen. Und das ist doch mein kräftiges Handgeklapper wert. Für Loki von Hedeby. Hast du umgeschaut? Dann lauf mal los. Nein! Ah! Die Schule der Zauberei! Wer hat draufgesetzt? Ein Jubel für die Gewinnerin! Juhu! Aber kein Mitspieler gibt es. Das ist das Mäuseroulette. Jeder von euch, der gesetzt hat, darf sich aus dem Mäuseschatz einen edlen Stein des Glücks mit nach Hause nehmen. Klasse Frau. Und meine Hauptgewinnerin. Du bekommst von mir als Hauptpreis. Eine mächtige Zauberin. Und wenn du wissen willst, wie die zaubern kann, komm sie morgen mal mit in die Schule. Dann setzen sie eine Lehrerin auf den Stuhl. Jetzt Paul, komm her. Wenn die denn von der Tafel herunter um Hilfe schreit, weißt du, dass die Maus gezaubert hat. Hey, guck mal, das ist die Loki. Ist der Loki. Der Loki. Der nordische Gott des Feuers. Ah, ich danke dir. Ihr seht, und das ist das große Lotteriespiel, wo man macht. Loki wird reingesetzt, hat natürlich viele Häusle, wo er gucken kann. Und dort, wo er reingeht, der gewinnt. Und oben kann man das Geld setzen. Das ist eine tolle Sache. Loki, komm, geh mal, hopp, hopp. Genau. Dann kann ich dir den Plan schicken, ob das so Sinn macht oder ob das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, super. Okay. Loki geht zur Schule.
Meine Damen und Herren, das war's.